Ich bin das Phantom und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem etwas anderen Format heute. Normalerweise kennen Sie mich ja als den maskierten Chartanalysten, doch ich dachte mir, dass wir kurz vor der 25.000 Abonnentenmarke ausgegebenen Anlass hier ein etwas anderes Format heute starten. Und zwar werde ich heute auf Ihre Kommentare reagieren. Da habe ich mir meinen Kollegen Branimir heute zu Hilfe geholt. Und zwar, wenn Sie bei uns im Kundensupport anrufen, landen Sie in den allermeisten Fällen entweder bei José, der heute leider nicht da ist, oder beim Brani raus. Zwei sehr, sehr sympathische, hilfsbereite Jungs, die jederzeit auf Ihre Fragen eingehen. Dementsprechend, lieber Brani, würde ich sagen, schauen wir mal an, was unsere Abonnenten so in der Kommentarsektion getrieben haben, oder? Kann ich morgen meine Eltern zeigen. Liebes Phantom, wir haben hier einen Dreierpack an Kommentaren. Der erste kommt jetzt sofort rein und zwar: Wen soll das beeindrucken? Dumm, wer diesem Idioten folgt. Nummer 2: Hört nicht auf diesen Idioten, wer sein Gesicht nicht zeigt. Und Nummer 3: Nimm mal deine Maske ab, Volltrottel, was soll das? Okay, also den zweiten Satz schon mal nicht vollständig hier ausgeführt. Also dieser Vollidiot, wer sein Gesicht nicht zeigt. Und dann, ja, mein Guter, wie heißt der Kollege hier? Der Kollege heißt Mibo 1. Mibo 1, wenn dir die Videos zu schade, zu blöd oder meine Maske dir nicht gefällt, dann drück doch jederzeit gerne einfach auf deabonnieren. Dann hast du kein Problem mehr und ich muss mich mit solchen Kommentaren nicht mehr auseinandersetzen. Weiter geht's. Lachnummer. Gut, ja, das ist natürlich so eine Sache mit der wachsenden Reichweite auf YouTube. Da wird es natürlich auch einige Gemüter geben, sage ich mal, die nicht so ganz amüsiert sind von mir oder meiner Analyse oder generell den Videos. Kann ja auch die Maske oder der Hut sein. Vielleicht gefällt ihm auch der Anzug nicht, ich weiß es nicht, aber prinzipiell kann man es nie allen recht machen. Aber Lachnummer, ja, gut, ja klar, kann schon sein. Ich kann schon hier auch manchmal eine Lachnummer sein. Stehe ich. Also, so viel Müll habe ich in knapp 19 Minuten noch nie gesehen. Völlig unverständlich und nur Müll gelabert mit irgendwelchen sinnlosen Fremdwörtern, um professionell zu wirken. Er sagt, es ist zwar kurz vor dem Crash, aber wir erwarten die Welle B und C, bla bla bla. Ja, das ist natürlich irgendwo konstruktiv. Irgendwo kann man das natürlich auch ein bisschen schöner formulieren. Aber ich bin natürlich immer bestrebt, dass die Thematik, die wir hier auf YouTube verfolgen, und das ist natürlich eine sehr komplexe Thematik, ich mache das jetzt auch nicht seit vorgestern, Elliott Waves, und dementsprechend versuche ich dann natürlich auch tagtäglich unser Fach Chinesisch etwas besser zu umschreiben, sodass das für Sie als Abonnenten hier auf YouTube auch möglichst zugänglich ist, denn am langen Ende sollen Sie natürlich von unseren Analysen profitieren und da wollen wir natürlich nicht voraussetzen, dass Sie von vornherein verstehen, was wir hier betreiben, aber ich denke, dass ich das einigermaßen ganz gut verpacke, bin aber natürlich hier auch jeden Tag gerne bereit, dazu zu lernen und das für Sie auch selbstverständlich besser und klarer zu formulieren. Dementsprechend, auch wenn es nicht ganz schön formuliert ist, danke für das Feedback an dieser Stelle, damit kann ich arbeiten. Was redest du denn da? Junge, 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 wie kann man so viel erzählen und meinen, dass es seriöser Content ist und so auch angeboten wird? Seriöser Content? Kann man sich bestimmt drüber streiten. Ich persönlich finde, dass wir hier absolut tollen, seriösen Content gratis zur Verfügung stellen. Das muss man natürlich auch hier und da erwähnen. Es ist, wie ich finde, keine Selbstverständlichkeit für den Mehrwert, den man hier erhält auf YouTube, was Sie da an Informationen zusätzlich zu unseren Paketen hier erhalten, sage ich mal. Ich finde, dass es durchaus seriös ist. Da gibt es in dem Bereich Finance sicherlich einige andere Analysten, die weniger seriös unterwegs sind. Ich denke aber, dass das der Gesamtlook mit der Maske und dem Hut und generell diese Verschleierung hier mehr oder weniger darstellt, was viele Leute halt als unseriös interpretieren, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Atlas-Therapie, Atlas-Reflex meint, es kann das sein, es kann das sein, es kann aber auch das sein. Ein Wischiwaschi wie beim Hopf. Was hat jemand meinen Namen gerufen? Ein Wischiwaschi wie beim Hopf. Wenn es ein Wischiwaschi ist, dann wird das selbstverständlich Parallelen auch zum Hopf haben, denn wir sind natürlich als Unternehmen tätig und dementsprechend sind wir auch in unserer analytischen Sichtweise stetig im Austausch. Aber ich persönlich finde, und jetzt sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgegleist, was war die Frage nochmal ganz schnell? Es war, ob man es als Wischiwaschi wie beim Hopf bei dir verstehen soll.
Weil du immer sagst, es kann das sein, es kann das sein, es kann aber auch das sein. Ah, genau, die verschiedenen Szenarien. Ja, jetzt bin ich hier schon voll abgedriftet, war schon ein langer Tag heute. Das ist auch so krass, wenn man den ganzen Tag an den Charts hockt, dann blickt man irgendwann mal echt gar nichts mehr durch. Auf jeden Fall müssen wir solche Videos, glaube ich, auch eher in der Früh machen. Zum Thema verschiedene Szenarien. Ich finde nicht, dass wir hier generell auf YouTube und auch in unseren Webinaren immer verschiedene Szenarien mitgeben. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Leute, die gerade solche Kommentare verfassen, sich meistens die Videos entweder nicht richtig anschauen oder nicht ganz anschauen. Denn in den allermeisten Fällen geben wir, und da bin ich auch fest von überzeugt, immer nur ein Szenario mit auf den Weg. Natürlich kann sich eine Aufwärtsbewegung beispielsweise immer anders herausstellen, wonach Alternativszenarien durchaus denkbar sind, aber that's the fucking game we play hier jeden Tag. Ja, das heißt, man kann nicht immer zu 100% sagen, der Preis fällt und steigt, weil ansonsten wäre das natürlich auch viel zu einfach. Man muss sich natürlich auch immer wieder vor Augen führen, was wir hier für ein Spiel spielen, und dementsprechend beruht das Ganze natürlich auf Wahrscheinlichkeiten, und manchmal gibt es nun mal immer nur das eine Szenario, und das kommunizieren wir dann auch ganz klar selbstbewusst, aber in vielen Fällen, und das ist leider marktstrukturabhängig, gibt es nun mal zwei Szenarien, aber der Taktgeber, der ist am langen Ende immer der. Das heißt, wir geben mit, der Kurs steigt oder fällt. Na klar, er kann sich korrektiv etwas anders ausbilden, aber am langen Ende führt das dann in den allermeisten Fällen doch zum richtigen und dem Szenario, was wir hier auch klar kommunizieren. Da sagt hier jemand gerade oder fragt, waren 3 Jahre Maske nicht genug? Also typische Corona-Anspielung. Ja, ganz witzig, macht irgendwo natürlich auch nicht so viel Sinn, weil Corona-Maßnahmen war halt der Mund bedeckt, jetzt ist halt die Augenpartie und der Kopf würde dann wahrscheinlich eher zu Halloween oder Fasching passen. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Kostüm für die 2 Ereignisse, wobei ich weder Fasching und Halloween wirklich feiere. War wohl nichts mit dem Bitcoin-Long-Trade. Lerneffekt, do not gamble. Ja, das ist natürlich, weißt du, da bist du so offen, tust deine Trades kommunizieren und dann wird das direkt gegen dich verwendet. Natürlich auch ein Lernprozess für mich an dieser Stelle. Das wird mich aber nicht abhalten, in weitere Zukunft mit Ihnen ganz klar zu kommunizieren, wie meine Trades aussehen. Ich finde, HKCM und auch ich, das Phantom, steht für Ehrlichkeit und Transparenz, und dementsprechend gebe ich das auch offen und ehrlich zu, wie gerade meine Positionen aussehen. Deswegen habe ich Ihnen ja auch mein Krypto-Portfolio vorgestellt. Ich werde Ihnen in naher Zukunft auch mein Aktiendepot vorstellen, und das ist nun mal das Spiel, was wir hier spielen. Das kann nicht nur von Gewinnen bestehen, das muss jedem Daytrader bewusst sein, dass man auch Verlusttage hat, ansonsten ist man für diese Arbeit nicht geschaffen und erst recht nicht für den Alltag eines Daytraders. Der Nächste schreibt, oh Gott, diese Maskerade ist sowas von peinlich, wie kommt man auf sowas? Ist eigentlich, ja, es ist eine lustige Geschichte, würde ich nicht sagen, aber eine interessante Geschichte. Ich habe ja im November bei HKCM angefangen und da war es relativ schnell klar, dass ich mit dem Thema YouTube früher oder später auch konfrontiert werden würde, dass es jetzt so schnell in diesem Umfang natürlich an den Start gegangen ist, war nicht geplant, aber mir war von Anfang an klar, dass ich das anonym machen will. Das hat natürlich auch Sicherheitsgründe, sage ich mal, aber auch Gründe der Privatsphäre, weil ich halt eben nicht weiß, wie groß das ganze Thema wird. Und ich bin halt schon der Meinung, in 3 Monaten 24.000 Abonnenten, jetzt schon 24.132 sehe ich gerade, ist schon eine Summe, die hat nicht jeder im Einstieg, zumindest zum Thema YouTube. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Thema hier auch noch größer würde, dass die Produktion auch interessanter wird, dass wir noch geilere Videos raushauen, auch so in diesem Content. Und dementsprechend werde ich dann in 2-3 Jahren glücklich zurückblicken und auf diese Entscheidung mich beruhen können und sagen können, hey, mein Privatleben ist fernab von meiner Arbeit und von meiner Öffentlichkeitsperson, sage ich mal. Letzten Endes ist es natürlich auch ein Marketing-Move. Das Phantom polarisiert. Ich bin der einzige Finanzanalyst am Markt, der eine Maske hat, in einem Anzug und noch recht jung ist. Dementsprechend, hate or love it, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich die Maskerade hier weiter durchziehen werde. Ja, und mich wohlfühle. Ja? Das ist natürlich halt auch wichtig. Interessanter und geheimnisvoller mit dazu. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Die Leute, die es mögen, ja, die Hater, die werden sich drüber aufregen, weiterhin. Genau. Kommen wir nur zum nächsten Kommentar von Venom64. Finde ich mega assi, auf Nahrungsmittel zu spekulieren.
Das ist natürlich eine Thematik, mit der haben wir uns auch beschäftigt, gerade unser neues Agrarpaket. Falls Sie das übrigens noch nicht kennen, schauen Sie gerne mal bei www.hkcmanagement vorbei. Es ist ein super Daytrading-Paket, wie ich finde. Und das Kommentar muss ich absolut, dem muss ich widersprechen, weil wir keinen Einfluss auf die Preisgestaltung von Nahrungsmitteln haben, gerade an Weizen, Zucker und so weiter. Denn wir handeln dieses Paket über CFDs und CFDs sind Derivate, die absolut keine Auswirkungen auf die Preisgestaltung solcher Produkte haben. Dementsprechend sind wir hier mit ruhigem Gewissen unterwegs und können das Paket auch aus moralischer Sichtweise absolut vertreten. Eine Person schreibt uns oder tituliert uns als HKCM-Zockerkanal. Ist das berechtigt, Phantom? Naja, ich meine, wir beschäftigen uns mit Kryptos, wir sind an der Börse tätig. Irgendwo sind wir natürlich Zocker, wir sind professionelle Zocker, die sehr, sehr gut darin sind, Wahrscheinlichkeiten zu errechnen einer Kursbewegung. Dementsprechend würde ich mich nicht als Zocker definieren, auch wenn mein Aktiendepot natürlich wie der ein oder andere in der Kommentarsektion als risikobehaftet aufgestellt ist. Dasselbe gilt für meine Kryptoposition, aber ich würde einfach mal einen Deal hier schließen und sagen, dass wir uns in 2 Jahren meinen Floating Profit anschauen und dann können wir uns ja nochmal drüber unterhalten, ob das Ganze ein Zock war oder nicht. So sieht's aus. Der nächste Kommentar handelt von Palantir. Hier wird geschrieben, größte Aktienposition Palantir. Als seriösen Investor kann man sie damit nicht sehen. Hört sich eher nach einem High-Risk-Spekulanten an. Macht es einen seriösen Investor aus, in Apple und Microsoft und Co. investiert zu sein? Meiner Meinung nach kommt es ganz klar auf den Return to Invest drauf an. Natürlich kann man ruhiger schlafen, wenn man mit Blue Chip Stocks wie einer Apple und Microsoft unterwegs ist in seinem Depot. Allerdings ist das nicht mein langfristiges Ziel hier, Kursbewegungen von 10-20% abzugreifen. Ich bin, wie gesagt, sehr überzeugt von unseren Analysen und vor allem auch von meiner Analyse, was Palantir betrifft. Deswegen ist es für mich absolut kein Beinbruch, hier Palantir als größte Position im Depot zu haben. Aber auch hier können wir uns selbstverständlich in 2 Jahren nochmal unterhalten. Jetzt kommen wir zum nächsten Kommentar, was auch zugleich das letzte Kommentar für heute ist. Und den finde ich auch richtig lustig und cool. Der heißt, ich werde meinen neuen Elfer nach dir benennen. Was sagt das? Was löst das in dir aus? Ja, der hatte, glaube ich, so 50 Likes oder so, der Kommentar. Das 60, war ja. 60 Likes unter Smooth Love Potion. Ich wünsche mir wirklich für mich und für alle, die in Smooth Love Potion jetzt gerade investiert sind oder mit mir eingestiegen sind, dass die Rechnung aufgehen wird. Bei mir wird es kein 911er, ein anderes Auto und das werde ich heute nicht hier auflösen. Vielleicht ja mal was anderes, aber ich wünsche dir natürlich mit diesem Kommentar, das war jetzt kein Hater-Kommentar, aber zum Abschluss des Videos selbstverständlich viel Erfolg mit dieser Position. Wie gesagt, nochmal kleiner Hinweis von mir, nicht übertreiben mit den Positionen bei Smooth Love Potion, sondern mit kleinen Summen hier hantieren und gegebenenfalls in ein paar Jahren über massive Profite freuen. An dieser Stelle, Brani, danke fürs Vorlesen der Kommentare. Vielen Dank für euren Support. Wir sind jetzt kurz vor den 25.000 Abonnenten. Mein Dank geht natürlich auch an sämtliche Hater raus, die mit ihren Klickzahlen hier den Algorithmus befeuern und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.